Ihr könnt das leicht sagen, Meister Rocco. Aber es gibt etwas, was mir nicht weniger kostbar sein würde. Und was wäre das? Euer Vertrauen. Oft sehe ich euch aus den unterirdischen Gewölben ganz außer Atem zurückkommen. Warum erlaubt ihr mir nicht, euch dahin zu begleiten? Du weißt doch, dass ich den strengsten Befehl habe, niemanden zu den Staatsgefangenen zu lassen. Aber ihr arbeitet euch ja zu Tode, Vater. Ja, ihr habt recht. Der Gouverneur muss mir erlauben, dich in die geheimen Kerker mit mir zu nehmen. Aber es gibt ein Gewölbe, in das ich dich wohl nie werde führen dürfen. Vermutlich, wo der Gefangene ist, von dem ihr schon mehrere Male gesprochen habt. Ja, ja. Ich glaube, es ist schon lange her, dass er gefangen ist. Schon über 2 Jahre. 2 Jahre, sagt ihr? Er muss ein großer Verbrecher sein. Oder er muss große Feinde haben. Das kommt ungefähr auf 1 heraus. Aber es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Großer Gott! Seit 1 Monat schon muss ich auf Pizarros Befehl seine Portion immer kleiner machen. Jetzt hat er binnen 24 Stunden nicht mehr als 2 Unzen schwarzes Brot und 1 halbes Maß Wasser. Kein Licht, kein Strom. Nichts, nichts. Oh, Vater, führt Fidelio ja nicht zu ihm. Diesen Anblick könnte er nicht ertragen. Warum denn nicht? Ich habe Mut und Kraft.